werden kostenlose Belohnung dafür bekommen mit dem Flugzeugmodus. Und die nächste coole Information, die ich euch auch noch bringen kann, seht es zu einer Drohne, Leute. Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Na, Team Nachtaktiv, schöne Grüße mal an euch. Seid ihr noch wach? Natürlich seid ihr wach. Es sind ja Ferien, ne? Schöne Ferien sind auf jeden Fall am Start, bis auf ein, zwei Bundesländer. Nehmt euch auf jeden Fall hier nachts ein bisschen Zeit. Lehnt euch zurück. Schaut euch das ganze Video an. Ich habe auf jeden Fall eine saftige Information. Und wenn ihr noch wach seid, lasst es mich wissen in die Kommentare. Schreibt auf jeden Fall was rein. Oder hier auch die ganzen Informationen, was ihr dazu sagt. Aber natürlich könnt ihr auch gerne ein Like reinlassen, Abo-Button aktivieren und die Glocke aktivieren, falls ihr neu auf dem Kanal seid und ihr nichts verpassen wollt, weil es kommt wirklich nice Sachen auf uns zu. Kostenlose Belohnungen. Angeblich kommt das Flugzeug wieder. Eine Drohne wurde in den Spieldateien gefunden. Ja, seltsames Ding, Leute. Es wird abgespaced. Und ich spiele mal ein bisschen live hier und hier eine spannende Runde Gruppenkalle. Muss lenke ich mich nicht zu sehr ab. Ja, wieder mal eine komische Skin-Kombination hier am Start. Aber fangen wir auch direkt mal an. Oh, er hat mir jetzt weggesnipert oder was? Es läuft jetzt das Gerücht um, dass die Flugzeuge wieder in die normalen Spielmodis reinkommen, Leute. Und hier, dass die wieder drinne sind. Wegen den Woche 8 Challenges. Ne, jetzt am Dienstag ist ja das neue Update. Oh, der war schön. Ist ein Update rausgekommen, ne? Und wenn ein Update rauskommt, aktualisieren sich ja immer die Challenges. Und das passierte üblicherweise immer für 2 Wochen. Und für Woche 8 hat man jetzt geguckt, was für Challenges drin sind. Und dort hat man jetzt die Challenges gesehen. Und dort gibt es eine Aufgabe namens Zerstöre Flugzeuge oder mache Schaden an Flugzeuge innerhalb eines Matches. Und hier. Na, meine Söhne und Töchter, passt mal kurz auf. Drückt auf Unterstütze einen Creator im Itemshop aus dem Spiel heraus. Dann könnt ihr hier den Code HEYSTANIA eintippen mit einem I hinten dran. Ganz einfach. Müsst ihr nur noch auf Annehmen drücken und schon habt ihr 2 Wochen Ferien, die ihr natürlich kostenlos oben drauf bekommt. Und aufgrund dessen haben jetzt alle, gehen davon viele aus, dass natürlich jetzt das Flugzeug wiederkommen könnte wegen diesen Challenges. Aber Leute, ihr wisst Bescheid. Ich kann euch ein bisschen Entwarnung geben. Die Woche 8 Challenges sind Platzhalter-Challenges. Die gibt es schon seit Anfang von... So, den Russen. die Woche 8 Challenges sind tatsächlich schon seit Season 8 drinne. Wenn eine neue Season startet, werden alle Challenges von Woche 1 bis 10 in die Spieldateien reingehauen. Aber die Challenges sind alle Platzhalter. Das packt Epic einfach rein, damit die Dateien das schon drinne haben. Aber die sind alle Platzhalter und oft sind das einfach nur die Challenges aus den alten Seasons. So ein, zwei Sachen werden noch umbenannt von alten Orten oder was auch immer. Aber ansonsten sind das Platzhalter und die aktualisieren sich immer erst, wenn ein neues Update rauskommt. Schieb mal keine Kugel her. Und hier, da das Update jetzt rausgekommen ist, denken viele, dass die Woche 8 Challenges halt auch aktualisiert wurden. Aber in dieser Form, wie die jetzt schon drin stehen, stehen die halt schon seit Woche 1, seit Anfang von Season 8, stehen die Spielerteilen drinnen, ne? Okay, da oben ist einer drinne. Und der Grund dafür ist ein verändertes Update-Verhalten jetzt für diese nächsten 2-3 Wochen. Und zwar ist ja jetzt Version 8.3 rausgekommen. Üblicherweise hätten wir jetzt 2 Wochen warten müssen. Wir hätten jetzt 2 Wochen warten müssen, um das nächste große Update zu kriegen. Aber wir kriegen tatsächlich schon unser nächstes große Update. Oh, der Headshot. Der Headshot war drin. Wir kriegen unser nächstes große Update tatsächlich ja schon. Oh. Ah, schade, schade, schade. Der Headshot war drin, da war nur One-Shot. Und das heißt, wir kriegen nächste Woche auch nochmal ein großes Update auf Version 8.4. Und erst da werden sich die Challenges für Woche 8 aktualisieren. So, wir lutschen hier mal in die Kanone rein. Und dann fliegen wir rüber. Also was das angeht, ist dieser Leak auf jeden Fall nicht wirklich wahr. Oh, da ist er. Da ist der One-Shot drin gewesen, Leute. Und da ist der Russe, die weg. Idi weg, genau, das ist perfektes Russisch. Paschaute, sonst woher. So, hätte es drin, schon wieder der Fußballskin. Der will's wissen, wa? Der will's wissen. Oller Fußballer, du willst nichts wissen, Schildkröte, Mann. Du kommst hier nicht rein. Oh, da ist einer. Komm, ey. Wie war das jetzt kein Hit, ey? Wie war das jetzt kein Hit? Noch ein Fußballerskin. Was ist das hier wieder für eine verschwitzte Sache? Noch einer drinne. Der dritte Fußballer, Schildkröte. Der Witz, der hat's echt auf mich abgesehen, oder? Oh, 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 oh. Ah, ein Schuss hat gefehlt. Ein Schuss hat gefehlt, aber die Schildkröte hat einfach weggeballert, ey. Aber es gibt trotzdem Leaks für ein Flugzeug, Leute. Und warum das Ganze nochmal weiter befeuert wird. Oh, wieder die Schildkröte. Das tut mir langsam leid, ey.
Und zwar gibt es in den Spieldateien ein neuer Modus namens Air Royale. Genau, es wird anscheinend einen neuen Modus geben, einen limitierten Zeitmodus, der sich halt um Flugzeuge dreht, wo Flugzeuge jetzt reinkommen. Dieser Leak stimmt soweit. Da gibt es auch schon ein paar Spieldateien, wie das Ganze aussehen von, sag ich mal, Effektstreifen, die das Ganze ankündigen sollen. Und auch Textdateien, die halt besagen, wie das Ganze halt angekündigt wird. Und zusammen mit diesem Air Royale-Modus, mit diesem Flugzeugmodus, ne? Gibt es halt auch die Informationen, dass wir kostenlose Belohnungen freischalten können. Wann dieser Modus stattfindet, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich nächste Woche, vielleicht auch übernächste. Müssen wir abwarten. Ach, Banani. Weg, wir gehen mal weg. Ah, da war er ja. Mann, das ist aber hier mega krass eigentlich. Oh. Ups, schon wieder der Russe, ey. Es sind immer dieselben Leute, ne? Und, böse. Läuft gut heute. Oh, hi. Hi, nochmal Autoklickmaster, auch nochmal weg. Okay, läuft auch gut. Und mit diesem Flugzeugmodus gibt es halt die kostenlosen Herausforderungen, dass man da was freischalten kann. Also das stimmt. Wir werden limitierten Modus kriegen. Wir werden kostenlose Belohnungen dafür bekommen mit dem Flugzeugmodus, was auf jeden Fall nice ist. Und da können wir auf jeden Fall uns drauf freuen. Aber, ach komm, das. Hey, jemand hat ihn gekillt. Der hat sich durch den Fall eliminiert. Ah, finde ich gut. Puh. habt ihr doch echt ein paar Mal erwischt. Gut, dass er noch selber runtergesprungen ist. Und was da auf uns zukommt, wissen wir noch nicht. Es gibt noch zwei verschlüsselte Sets. Eines davon heißt Air Royale und eines heißt davon Ted Set. Und das ist anscheinend ein Golf-Set, was das angeht. Das Air Royale Set wird wahrscheinlich nicht kostenlos sein, aber irgendein Gleiter oder so. Ah, yes! Ey, der hasst mich, ohne Witz. Der eine Fußballskin, die Schildkröte, der hasst mich total gerade. So oft wie er runterfliegt, immer wieder rotzig ihn von der Luft weg, ey. die nächste coole Information, die ich euch auch noch bringen kann, ist zu einer Drohne, Leute. Ja, ist tatsächlich zu einer Drohne. Da ist er schon wieder. Aua. Ich bin fast tot. Ist so einer Drohne, die in den Textdateien gefunden wurde. Ja, sehr, sehr komische Geschichte. Da müsst ihr mal kurz aufpassen. Ihr wisst Bescheid, dass alle Texte in dem Spiel, was ihr unten jetzt im Killfeed seht, ne, wird Schrot vollgepumpt, in die Luft hier gejagt. Dazu gibt es eine Datei und dort steht alles drinnen. Ne? Da stehen alle Texte drinnen, die man halt so braucht und kennt. Und in diesen Textdateien wurden halt aktualisiert und dann gibt es halt neue Texte dazu. Unter anderem dazu, zum Beispiel, dass man mit dem Thanos-Modus mit dem Beam was gemacht hat. Dieser Text ist neu, da können wir uns auf jeden Fall wahrscheinlich auf den Thanos-Modus freuen. Aber es wurden weitere Texte hinzugefügt im Sinne von einer Zebulon-Drohne. Ja? Oh, der macht auch noch Amoklauf, ey. Eines dieser Texte sagt halt, XY, also ein Spieler, ein Team, sind die Zebulon-Drohne. Ja, die Betonung ist sind, ne? Sind und nicht ist. Ein weiterer Text ist, XY ist die Zebulon-Drohne. Und ein weiterer Text halt auch, Ende der Zebulon-Drohne und auch Start Zebulon-Drohne. Und das ist mega, mega weird. Wir wissen noch nicht, was das Ganze mit zu tun hat, warum das Ding Zebulon heißt. Oder warum das Ding Zebulon überhaupt in den Spieldateien drin ist. Zebulon selber, das Wort, stammt aus der Bibel und ist der 12. Sohn Jakobs. Habe ich mal kurz recherchiert, ne? Aber dass Fortnite jetzt biblisch wird, sehr, sehr unwahrscheinlich. Bams! Um die Ecke. Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Fortnite jetzt biblisch wird. Und das ist halt sehr, sehr weird, was da jetzt irgendwie, was damit gemeint ist, ne? Und ein weiterer Text ist, springen ohne die Zebulon-Drohne. Mega seltsam. Keine Ahnung, was dahinter... Was? Hä? Das war doch nicht Orthodoxon. Den Orthodoxon habe ich schon so oft gekillt. Der sah doch anders aus. Ich habe auch 2 Kills bekommen, okay? What the fuck? Okay, egal. Ich loot mich hier mal hoch. Alles gut, Leute. Also diese Gruppenrunde ist mega verschwitzt. So viele Leute bauen und hier ist mega, mega verschwitzt. Nicht so krass wie Solo-Modus, aber schon ganz ordentlich.
Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, Leute, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu der Zebulon-Drohne? Was hält ihr davon? Was könnte dahinter stecken? Lasst eure Fantasie mal freien Lauf, schreibt mal in die Kommentare. Nehmt euch 5 Sekunden Zeit noch hier nachts und schreibt das auf jeden Fall rein. Ich hoffe, ihr habt auch die ganze Runde gespielt. Ich habe mal wieder ein bisschen live gespielt. Ist ein bisschen immer was anderes, als einfach nur hier News runterzurattern, aber macht auch Spaß. Wünschen sich die Leute auch immer wieder, dass ich das mache. Und ja, Flugzeugmodus, wie gesagt, kommt wieder. Kostenlose Belohnung kommt wieder. Zebulon-Drohne. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Hört sich auf jeden Fall mega abgespaced an. Könnte was Nices sein. Nee. Mal eben hier reinflattern, Priller. Ist hier nicht. Das ist hier nicht, ne? Das schaffst du hier nicht. Alter, guckt euch dieses Kunstwerk da oben an. Was ist das? Habt ihr euch mal dieses verschwitzte Kunstwerk da angesehen? Wir verlieren das aber auch. Schade. Über 20 Kills und wir verlieren das Ganze. Das ist immer bitter, ne? Ey, das guckt euch mal dieses Kunstwerk hier oben an. Das ist doch abgespaced. Komm her. Bam. Sehr schön. Das ist ja... Ey, wie war das kein Splash? Das war aber Splash. Der Russe schon wieder. Schon wieder erwischt. Dabei. Pilmeni Blatt. Paschona fickte Zuckerblatt. Oh, der war schön gewesen, der Hit. Der wäre richtig schön gewesen, ne? Oh, der Russe schon wieder. Das tut mir so leid. Kamerad Vladimir, es tut mir leid. die Rocket noch gefressen, Leute. Guckt euch mal dieses Kunstwerk gerade an. Guckt euch mal dieses Kunstwerk von weitem an. Guckt euch dieses Ding an. Was ist das? Was ist das für eine verschwätzte Gruppenkeilrunde? Was haben die hier gebaut? Ey, da muss ich auf Twitter mal fragen, was die... Ah, die Schildkröte macht den Kill, na klar. Muss ich mal auf Twitter fragen, ob die Leute dem einen Namen geben könnten. 27 Kills, war doch eine gute Runde, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß nachts dabei, konntet ein bisschen abschalten. Schreibt auf jeden Fall runter in die Kommentare. Team Nacht aktiv, morgen kommt das Story-Video raus. Verpasst es auf jeden Fall nicht und gebt mir Flosse. Abonniert Stemplay, Doppelpunkt B.